Sehr praktisch und einfach zu nutzen sind auch die Comic-Funktionen. Über das Plus hast du Zugriff auf all diese Elemente. Mit Panels kannst du ein Grundlayout auf diese Seite legen und diese Panels gleich füllen, indem du die Kamera aktivierst oder die Dateien vom Computer hochlädst. Die Bilder können übrigens auch einfach direkt hineingezogen werden über Drag and Drop. Nur bei dieser Comic-Funktion werden sie dann nicht direkt in einen Platzhalter hineingefügt. Das muss man dann nochmals manuell machen. Aber für normale Bilder ohne Panel, ohne Comic-Funktion funktioniert das wunderbar. So, meine kleine Fotogalerie ist schon bereit. Jetzt, wenn du ein Bild verschieben möchtest, so tippst du nochmals darauf und hier hast du dieses Verschiebewerkzeug und da kannst du die Lage noch etwas ändern und auch den Ausschnitt nachträglich noch anpassen. Du siehst aber auch, wenn ich jetzt wieder ins Leere klicke, den Panel selber, den kannst du nicht verschieben. Das sieht man auch an diesen Schlössern. Mit einem Rechtsklick oder auf den Eigenschafteninspektor, das i oben rechts, kannst du diesen Panel entsperren, unlock, und jetzt kannst du die Größe des Rahmens noch anpassen. Wenn das jetzt nicht gut gelungen ist, so kannst du mit Undo immer wieder einen Schritt zurück. Wenn die Anpassung gelungen ist, so kannst du mit Lock diesen Rahmen wieder sperren, damit er nicht versehentlich verschoben wird. Um den Inhalt zu ersetzen, musst du auf das Papierkorb-Symbol tippen und dann einfach ein neues Bild hochladen. Genauso kann man schöne Titelchen einfügen. Und diese lassen sich wie gewohnt über den Eigenschafteninspektor noch anpassen in der Größe, der Lage, der Schriftart und so weiter. Was ich beim letzten Mal noch unterschlagen habe, ist dieses in den Hintergrund stellen oder nach vorne holen. Das kann manchmal noch wichtig sein, wenn etwas verdeckt ist. Und sehr hübsch sind natürlich auch diese Stickers, die man direkt auf dem Bild platzieren und anpassen kann. Ja, zusammen mit den Sprechblasen und den Gedankenblasen hast du im Nu eine attraktive Fotostory oder einen schönen Comic erstellt, der natürlich auch Audiodateien oder sogar Videos enthalten könnte.